Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Ice. In der letzten Folge haben wir wieder mal eine Stage geschafft und haben ein wenig über Produkte geredet, die früher an der Season als heute, weil eine Handvoll Menschen der Meinung waren, oh, das geht so nicht, wir wollen euch alles diktieren, wir wollen euch zensieren, bla 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 bla. Ja. Und das hört sich doch nach einem Boss an. Shit, jetzt habe ich gar nicht gespeichert. Drei fucking Gegner, ey. Okay, und den da hinten, den hatten wir schon mal, den nur in der anderen Farbe halt. Der fühlt sich jetzt als etwas Besonderes. Schön, euch hier zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn synchronisieren soll. Aber erst musst du mich überzeugen, dass du wirklich das Zeug zu einem Magical Puppet Meister hast. Ja. Okay. Können wir machen, meine Tierchen werden dich vermöbeln. Eindeutig. Wieso habe ich so das Gefühl, dass der jetzt vielleicht im 20er Bereich ist? 14. 14. Und, ne, what the fuck, okay, aber, oh, 331, ich glaube, der letzte Boss hatte so 150 oder so, ist schon eine Menge. Hm, soll ich sie kommen lassen? Die sehen so aus, als könnten sie keinen Zauber, wir können ja mal nachgucken. Knochen, Fels, bla bla bla, Gral wirft aus der Höhe einen kleinen Stein, bewirkt geringen Schaden. Okay, also der kann doch Steinchen werfen. Hat vielleicht nicht so die größte Reichweite. Kriegesgeist. Verbreitet einen Vakuumwirbelwind, bewirkt geringen Schaden, plötzlicher Tod. Okay, bis jetzt ja noch nie gesehen, diese Magie. Ja, nee, ich würde sagen, oder komme ich ran? Ja doch, ich komme ran. Zumindest mit den Magiern. Ja, nee, ich stelle Luke mal hier hin. Fuck off. Und dann versuche ich mal den ersten hier direkt zu penetrieren. Sollte machbar sein. Was setzen wir denn bei dem ein? Gefährten, Wirkung, ja, lass mal hier ein bisschen Gift machen. Gift für die Schädel, Schädelinis. Sehr, sehr gut. Das kann man nicht ohne weiteres toppen. Vor allem nicht mein Hüpfsack hier, der kann ja, glaube ich, nur Feuer oder sowas. Pink. Moosfeuer, ja. Und wieso war mir das klar, dass er nicht rankommt? Mistvieh, ey. Dämliches Mistvieh. Da müsste man wirklich mal so ein paar Steine raufwerfen, dass die Reichweite von Magie-Sachen erhöht werden kann. Wäre schön, wenn man das irgendwie eindeutig machen kann. Der Fussel müsste aber hinkommen, oder? Machen wir ihn hier Flamme. Den Blitz würde ich gerne nochmal machen. Ich glaube, das war weiß, ne? Glühblitz, ja. Nee, Fussel kommt auch nicht ran. Ach, fuck it, ey. Wow. Wow, okay. Dann eine Runde warten. Aufs Beste hoffen. Und, okay, der hat schon mal nichts gemacht. Ah, er hier. Oh, ja, der wurde aber direkt angreifen. Schön. Komm zu Luke. Komm zu Luke. Im besten Fall verreckst du sogar gleich 17. Haha. Lächerlich. Lächerlich. Du bist tot, Junge. Du bist tot. Ja. Oh, sehr gut. Schön, und jetzt im besten Fall den anderen mit den drei Magiern penetrieren. Die sollten ja jetzt alle rankommen. Level 17 ist er jetzt, glaube ich. Ja, er ist 17 Jahre alt. Ne, 18. Habe ich ein Level-Up verpasst? Da hat er gerade eins übersprungen. So, Moskü, jetzt aber. Beide 81, alles klar. Puff! Ja, 32, ja, ja. Ist ja so Standard für ihn, ne? Standardabzug. So, dann hier einmal wieder. Was war das? Pink? Nee. Das war das hier. Nebulas. Jawohl. Und Fussel staubt ab. Kann ja
auch ein Level-Up gebrauchen und dann wiederum er eigentlich auch ja noch viel mehr. Nein, es war Weißglühblitz. Röste ihn! Shit, ey, drei noch. Röste ihn. Kleiner Riss im Schädel kann nicht schaden. Pam. Nun zum eigentlichen Boss-Hü. Komm jetzt ja nicht mit deinen Todzauber, ey. Gut, wahrscheinlich direkt angreifen. Genau. Weil sie halt extrem behindert. Okay. Also wenn du mir schon so kommst, muss da was extrem Gutes drin gewesen sein. Aber hey, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Von daher versuche ich halt mal die andere Kiste zu verteidigen. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes drin. Ich könnte ihn jetzt eiskalt einkesseln, ne? Ich denke, das werde ich auch machen. 331, mal schauen, wie viel wir abziehen können. 34, ja, naja. Naja. Und dann hier einmal Glühblitz testen. Jawohl, ich glaube, besser wird's nicht. 50, So, dann kommt hier Moskü, die stellen wir da hinten. Und Zoe müsste dann die 3-4 Felder definitiv nach oben laufen können. Und dann haben wir dich eingekerkert. Ja, Pech gehabt. Was willst du machen? Vielleicht kann man die KI ja dadurch auch manipulieren, dass sie dann nur physischen Schaden macht. Ich meine, er theoretisch könnte ja trotzdem zaubern, aber ich denke, das könnte ihn vielleicht ein bisschen beeinflussen. So, hihihihihi. Lululu. Dann wieder mal Gift versuchen. Top Schaden war bis jetzt 50, ne? Okay, wow. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, er ist in der nächsten Runde schon tot, oder? Und? Ja, ja. Eiskalte KI-Manipulation, alles klar. 15, ey. Die Bosse sind schon lachhaft, ne? Haben halt nur ein bisschen mehr HP als der Rest, also werden unnötig in die Länge gezogen. Mann, 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 ey. So, Luke könnte auch mal irgendwie so eine krasse Fähigkeit erlernen. Irgendwie, ja, so ein krasser Luftschneider oder so. Wie Justin von Grendia. Mach mal irgendwas Geiles. Ich versuche jetzt mal was anderes. Wobei, ne, ja, das ist ja, ja. Ich war jetzt gerade bei Fusse. Ne, ne, ne. Der kann ja nur Moos feuern. Aber hier bei den beiden können wir mal was anderes versuchen. Ich meine, der kommt eh nicht mehr weg. Auf die eine Runde mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an. 88. Herzlichen Glückwunsch. Und puff. Ja, 38, ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Dass wir das nicht toppen können. Flamme X. Akkurat haben. Er sitzt bei dir und deinen. Nee, 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 nee. Vor allem hier rechts stehen ja auch noch ein paar Daten. MP, CS, aber das kann ich alles nicht mit anfangen. RG, vielleicht für Range. EF, Effekt, wahrscheinlich A, im Sinne von, das zieht viel ab, mehr als B. CS, MP, MP macht natürlich auch Sinn. PW, pff. Oder RG könnte auch für die Stufe stehen, oder? Für die Ebenen? Oder so. Erstmal das machen. Ist das nun ein Insta-Death oder wie sieht's aus? Ach nee, es ist einfach das. Okay. Der stand wahrscheinlich einfach nur so da, als eine Art Gag oder so. Plötzlicher Tod ist eine Gewissheit, weil wenn du von Blitz getroffen wirst, dann bist du ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Arsch. Ich meine, ich kann es nicht beurteilen. Ist noch nie passiert. Es sei denn, man meint es vielleicht irgendwie metaphorisch oder so. Wenn was Dummes passiert, dann höchstwahrscheinlich. So, du bist der Hauptcharakter. Viel Spaß mit den XP-Linies. Müsste ja eine ordentliche Menge sein, oder?
36. Das ist schon lächerlich, ne? Ich meine, klar, wir haben jetzt durch das ständige Angreifen auch ein bisschen was erhalten, aber naja. Da war gerade einfach nur ein dämlicher Kraftball drin. Dieses Spiel. Die es einfach sämtlichste Spannung und Epos aus den Bosskämpfen nimmt. Durch dumme Schatzkisten und, ja, unfähige Puppets. Eternal Eyes, das war ausgezeichnet. Ich sehe einen großen Magical Puppet Meister in dir. Magical Puppets zu kontrollieren ist eine Fähigkeit, die nur Eternal Eyes besitzen. Aber auch unter ihnen keineswegs alle. Es ist eine angeborene Fähigkeit. Die Magical Puppets wachsen jedes Mal, wenn sie einen Edelstein bekommen. Aber es ist schwierig, sich für den richtigen Edelstein zu entscheiden, ja? Wenn man das kann, ergibt sich alles weitere von selbst. Hier, nimm das. Es ist der Stein der Dunkelheit. Was? Benutze ihn, um die Wirkung umzukehren. Was war das für ein Stein? Ich war gerade so fasziniert von dem Textbox-Bug. Das heißt, um Magical Puppets zurück in die Puppen zu verwandeln. Okay. Wenn du dein Ziel erreichen willst, scheue keine Anstrengung, um dein Naturtalent zu fördern. Aber du darfst deine Macht nie von anderen benutzen lassen. Setze sie ein für das, was du für richtig hältst. Luke hat den Stein der Dunkelheit erhalten. Luke nahm ein Magical Puppet entgegen. Ja, ist das jetzt so eine, einfach nur ein Stein oder so eine neue Fähigkeit? Ach ja, stimmt ja, du hast ja draußen gewartet, schon wieder vergessen. Du bist zurück! Sieht aus, als seist du ein potenzieller Magical Puppet Meister. Als potenzieller Puppet Meister bestätigt worden. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Bitte kommt wieder, Magical Puppet Meister. Alles klar, Pinocchio. Ja, deine Nase ist nicht größer geworden, das heißt, du hast nicht gelogen, du würdest uns gerne, wirklich wieder gerne sehen. Kapitel 4, The Inscribed Promise. Sollte das Inscribed heißen oder so? Google konnte mir gar nichts sagen und ich habe das Wort auch noch nie gesehen. Das eingeschriebene Versprechen oder so? Irgendwie sowas, wahrscheinlich. Luke, Elena, ihr seid wieder in der Stadt! Ah, laut der Musik ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Was ist in der Stadt vorgefallen? Es scheint niemand mehr da zu sein. Ich weiß nichts Näheres, aber oben auf Schloss Groß muss eine Schlacht stattgefunden haben. Was? Also deshalb verstecken sich alle. Übrigens ist Nico hier. Nicole? Das ist es ja gerade. Er ist allein irgendwo unterwegs. Du suchst nach mir? Ich sage euch, Leute, der hat Dreck am Stecken. Er ist einfach zu cool für dieses ganze Spiel. Nico, wo warst du? Es ist gefährlich draußen. Ich weiß, ich habe herausgefunden, was im Schloss passiert ist. Es gab einen Aufstand im Schloss. Der Anführer war Kommandant Forless. Was, Forless? Der Kommandant des inneren Kreises der Ritter? Genau, der. Und Luke, du wirst noch mehr staunen, wenn du das hier liest. Lese es mir doch einfach vor. Was ist das? Ein Brief? Oh, der ist an mich gerichtet. Ah, okay, Briefgeheimnis. Mensch, wie vornehm. Das ist doch das Wappen der Königsfamilie. Nico, was hast du zu tun mit? Ein toter Soldat in der Nähe des Schlosses hielt den Brief in seiner Hand. Na, Luke, was steht drin? Ja, was steht da? Er kommt von Prinzessin Fanna an mich. Sie bittet mich, sofort aufs Schloss zu kommen. Was? Warum sollte die Prinzessin in... die Prinzessin Luke vorladen? Keinen blassen Schimmer. Frag mich nicht. Als wenn die das immer sagen, wenn sie aufgeregt sind. Ja, ja, klar, weil es ein Ausrufezeichen ist. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Tja, ich denke, ich muss gehen. Nico, bitte pass auf Elena auf. Mach ich. Ist ja auch, by the way, meine Freundin. Sei vorsichtig, Luke. Wir kommen später nach. Wenn du jetzt gehst, solltest du durch das Haupttor eintreten können bei dem Durcheinander. Jetzt direkt oder ist das schon wieder eine Dungeon? Wer ist die gut, wer ist böse? Ich denke, die Schwarzen sind die Bösen. Wieso tust du das? Warum hast du den König verraten? Riesenstärke. Du musst von einem bösen Geist besessen sein. Sir Forless wird ein neues Zeitalter einläuten.
Die sind ja irgendwie von der Kriegsgöttin manipuliert oder sowas. Beziehungsweise der Boss, und der Boss hat den anderen einfach so gesagt, lululululul. Wobei dann wiederum hätte der Soldat jetzt nicht so geredet, ne? Ich werde direkt da reingeworfen. Geh nach draußen. Ja. Lass mich doch jetzt hier nicht lumpen. Geh erstmal ins... Ja, aber das ist ja doch das Großkingdom. Das ist jetzt... Ja. Oh. Oh. Die Musik ist weg. Oh. Bedrohlich. Luke's Haus. Groß Castle. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Ladentussi mehr, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber hey, hier spielt die Musik noch. Denn das sind meine vier Wände. Ich entscheide, was hier gespielt wird und was nicht. Denkt sich Luke so. Ja, dann lass mal schätzungsweise Magic Puppets. Ja, sind es denn immer mega krasse, ultra super Magical Puppets, die ich hier kriege? Irgendwelche interessanten? Ob es interessante sind oder nicht, erfahren wir schätzungsweise in der nächsten Folge, denn die Folge ist jetzt vorbei. Schade, ich dachte, das könnte ich jetzt noch schaffen. Nein. Ich muss jetzt hier langsamer konsequent werden. Ich habe die letzten paar Tage Folgen so oft überzogen. Wir schauen mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. See ya.